Hey Leute und willkommen zurück bei Cry of Fear. In der letzten Folge habe ich ja verzweifelt den Kassettenrekorder gesucht. Jetzt habe ich in den Kommentaren gelesen, dass ich anscheinend nochmal komplett nach unten muss, also dorthin, wo ich das Videotape gefunden habe. Und dass ich da erstmal weitergehen muss, anstatt jetzt sofort den Videorekorder zu suchen. Deshalb mache ich das jetzt mal. Hier komme ich nicht durch. Da muss ich hier durch die Wohnungen. Ich habe jetzt hoffentlich so ein bisschen Plan. Auch wenn ich hier wieder mal nicht durchkomme. Na, komm schon. Und ich habe jetzt auch mal, wie ihr seht, das Messer genommen. Einfach, weil ich nicht mehr so viel Munition hatte. Habe, leider. Ich habe nur ein Magazin, glaube ich. Immer noch das Wasser, ja? Okay. Aber jetzt komme ich doch gar nicht mehr hier durch. Wie kann ich denn in den Keller? Leute, wie kann man so verpeilt sein wie ich, ganz ehrlich? Hier? Hier? War das hier? Da dürfte jetzt eigentlich nicht mehr so viel passieren, oder? Ich meine, ich habe alle Gegner dort getötet. Wir schauen einfach mal und dann gehe ich da hinten weiter. Ich hoffe, die langhaarigen Ladies kommen jetzt auch nicht mehr. Oh. Mhm, dann bin ich hier durch. Dann dadurch. Dann ist hier die Tür. Und ich habe freie Bahn, wie es aussieht. Hier war das gar nicht. Hä? Moment, hier. Ach, hier. Hä? Bitte was? Wo kommen diese Tropfgeräusche jetzt auf einmal her? Ich bin doch hier lang gegangen, dann bin ich da lang gegangen. Dann gibt es doch hier nur den Weg. Bin ich jetzt blöd? Hä? Ach, natürlich bin ich blöd. Geräusche hier gefallen mir gar nicht. Ich versuche es erstmal mit dem Messer, was da jetzt auch immer auf mich zukommt. Hey, Jerome. Nee, Jeremy. Au. Au. Okay. Magazin. Door won't budge. The door won't budge. Oh, oh. Okay. Bin ich jetzt hier rausgekommen? Das macht mir jetzt hier gerade Angst, ein bisschen. Du hast das Schloss aufgesperrt. Jetzt auf einmal steht es auf Deutsch. Ah, hier bin ich jetzt. Okay. Was genau hat mir das jetzt gebracht? Ich habe das Schloss aufgesperrt und ich habe Muni bekommen. Ich habe ja vier Magazine. Wie komme ich denn darauf, dass ich eins hätte? Es sah gerade so aus, als ich die Aufnahme gestartet hatte. Ah ja, hier komme ich jetzt nicht hoch. Okay. So, und jetzt muss ich, glaube ich, in den zweiten Stock. Ich denke, ich liege schon ganz richtig damit, dass ich zur Wohnung von dem Pädophilen muss. Die Frage ist nur, wo war die? Gehen wir hier durch die Wohnungen. Huch, das klappt ja sogar ganz schnell gerade. Ja, oder auch nicht. Simon, spring da rüber. So, jetzt gehen wir hier raus. Und sind jetzt hoffentlich hier irgendwo richtig. Nein. Ich verstehe das Haus nicht. Ich habe auch in einem Kommentar gelesen, dass ich das Seil wieder hoch müsste. Das Problem ist, ich habe das ja ausprobiert in der letzten Folge. Das ging ja mal sowas von gar nicht. Jetzt bin ich nochmal hier. Ich bin falsch. Ich finde die blöde Tür nicht. Die blöde Wohnung nicht.
versuch's jetzt nochmal mit dem Seil. Nein, ich kann da nicht E drücken. Ich kann das Seil nicht nach oben klettern. Okay. So, Moment mal eben. Wir sind im dritten Stock. Die erste Tür rechts ist das Seil. Dann haben wir noch diese hier. Das ist die... Okay, mit dem Gang nach unten. Alles klar, jetzt war aber gegenüber noch eine. Oder nicht? Boah, Leute, es tut mir echt leid, dass ich hier so verpeilt bin. Ich habe gelesen, dass es anscheinend vielen Leuten hier nicht anders ging, dass irgendwie alle Let's Player ein bisschen hier rumgehampelt sind. Aber ich glaube, erstens nicht so lange wie ich. Und zweitens stört mich das selbst extrem. So, ich habe in Gang 3 nur zwei Türen. Das ist einmal die und einmal die, okay? Und hier komme ich nicht raus. Und den Zettel haben wir schon gelesen. Und hier geht's nicht rein. Ich würde jetzt echt gerne weiterkommen. Ganz ehrlich, ich habe da wenig Lust drauf, hier noch weiterzumachen. Also, das ist der dritte Stock. Mehr kann ich im dritten Stock nicht machen. Nee, das hier ist der dritte Stock. Door one bunch. Das ist der vierte Stock, da ging es aber nicht rein, ne? Nein. Und fünf brauche ich gar nicht ausprobieren. Und drei geht nicht. Okay. So, hier ist dann der zweite Stock. Okay. Gut, nochmal. Nochmal das Ganze. Nein. Nein. Komm ich da hinten raus, habe ich wieder nur die Tür. Es tut mir so, so leid. Door won't budge. Es kommen auch keine Gegner. Ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass jemand geschrieben hat, ja, wenn du richtig bist, kommen natürlich Gegner. Aber ich bin auch der Meinung, ich bin hier wirklich alles schon abgegangen. Wirklich alles. Es gibt doch keine Stelle, an der ich noch nicht war, oder? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ist sie das hier? Ja, die ist das. Oh mein Gott. Schwierige Geburt. Muss mich was schauen. Ah! Blöde Alte. Verwirrung. Hinsetzen. Hinsetzen, habe ich gesagt. Alter Kreisverwalter. 8759, oder? 8759. Okay. 8759. Da kommt doch gleich was. Ach, Quatsch. 8, 7, 5, 9. Es kommt auch nichts raus. Ich bin überrascht, dass jetzt nichts mehr passiert ist.
Moment mal. 2, 3, 1, 3. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich kann gerade nicht mehr sagen als, oh mein Gott. Jetzt habe ich echt Schiss. Boah, wie weit geht's denn jetzt bitte runter? Kann das mal aufhören? Oh oh. Mache ich hier irgendwas falsch? Hallo? Alter, ist das dunkel. Seid ihr wahnsinnig? Oh ja. Oh ja, speichern auf jeden Fall. Alter Falter. Jetzt habe ich doch ein bisschen Schiss und zwei Kugeln drin. Kann es sein, dass jetzt was Krasses kommt oder so? Habe ich eine Spritze? Ja, ich habe eine. Und die habe ich auf der 3, ja? Okay. Ich gehe mal ohne Lampe rein, weil ich echt Schiss habe und denke, dass ich so besser nachlade. Nein! Den kenne ich. Den kenne ich. Natürlich kenne ich den aus. Oh, ist der schnell. Boah. Na, wo ist der? Ah. Da hinten drauf. Geil, dass ich gerade nachladen musste. Ah. Hier hinten drauf. Das ist so. Der war, wow, im Koop-Modus. Ein wenig schwer zu besiegen. Da sah der ein bisschen anders aus, glaube ich, aber... Vielleicht sollte ich mich mal hinhocken dabei, dass er ein bisschen präziser zielt. Wow, so viel zum Thema hinhocken. Das ist mein letztes Magazin. Eine Kugel noch. Hallöchen. Ich will mein Messer. Wow. Hallo. Was? Was zur Hölle? Krasser Scheiß. Okay, Moment. Ich habe die 3. Und ich habe die 2 für das Messer. Okay. Falls es mit der Muni dann doch nicht reicht. Ja, ja, den kenne ich. Kann ich die Sequenz jetzt irgendwie wegdrücken? Wahrscheinlich nicht. Der ist verflucht schnell. Der ist ja echt richtig schnell. Da drehst du dich ja einmal um und sofort ist der hinter dir. Blödes Mistvieh. Und ich war so sparsam mit meiner Muni. Dachte ich zumindest. Dachte so, ja gut. Dann läuft's ja jetzt. Aber nein. Ah, du bist so schnell. Der verwirrt mich. Ah, shit. Doch, ich muss. Nein, nein. Der verwirrt mich voll. Ich glaube, ich treffe da nicht immer richtig rein. Kann es sein? Deshalb. Okay.
der Mann mit der Kettensäge. Mit den Nägeln im Kopf. Er ist nicht freundlich. Wow. Wow. Ich kann besser andersrum. Okay, ein Magazin noch. Oh. Geh weg! Ich habe keine Muni mehr. Geh weg! Weg! Blödsack! Okay, vielleicht eine neue Taktik oder so? Erst mit dem Messer? Erst mit dem Messer und dann draufschießen, aber ich bin nicht so schnell im Wechseln, glaube ich. Obwohl, vielleicht doch. Dass wir ihn erst ein bisschen anschnitzen, da ist zwar die Gefahr dann halt größer, dass wir... ja, dass er uns trifft, aber dann habe ich einfach mehr Munition, um hinten drauf zu schießen. Gucken, ob es funktioniert. Ja, ja, wir wissen, dass du da bist, mein Freund. Wir freuen uns alle sehr auf dich. Und ab geht's. Lauf. Oh. Oh. Okay, nee. Nee, nee, nee. Das geht nicht. Ich brauche eine bessere Taktik oder ich muss einfach besser zielen. Eins von beidem. Dann jetzt doch nochmal mit der Pistole. Und ich fasse mich heute so oft an. Das ist ja schlimm, ey. Nur mit den Haaren beschäftigt hier. Ja. Hinhocken, besser zielen. Weniger Quatschen mehr machen. Und dann geht das schon. Komm, mein Freund. Jetzt bist du dran. Ich glaube, hinhocken kann ich vergessen. Wow. Okay, 6 Schuss braucht er. 6 Schuss braucht er, um in die Knie zu gehen. 1. 3. 4, wenn er getroffen hat. 5. 6. Okay. Okay. Aber. Ah! 1. 2. Okay, wenn er getroffen hat. 4. 5. 6. Shit. Vergeudet. Na, na, Mist. Oh, oh! Oh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin nicht weitergerannt. Ich will ihn besiegen. Das ist jetzt das A und O und am besten noch in dieser Folge. Ich werde jetzt doch mal versuchen, ob ich die Zwischensequenz irgendwie wegdrücken kann. So auch nicht. Okay, gut. Dann hören wir uns nochmal das gefährliche Knattern der Kettensäge an. Wie er da steht so. Eigentlich voll der Verpeilo. Dann erstmal das Rohr durchsägen. Es kann natürlich auch sein, dass hier irgendwo noch Muni liegt, ne?
kann natürlich sein, aber Zeit zum Umschauen habe ich gerade nicht. Na gut. Ah! Ah! Shit, bin ich blöd. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Und jetzt muss ich auch noch in dem Moment nachladen. Doof. Ich sehe übrigens jetzt erst, dass ich oben seine Energie sehen kann. Ja, gut. Hart. Harter Kampf. Boah, ich komme hier gerade... Jetzt nervt es. Es gibt ja immer so einen Punkt, wo man denkt, okay, das eine Mal kann ich es noch versuchen und danach wird es nervig. Und dieser Punkt ist jetzt erreicht. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo noch Munition rumliegt. Ich glaube es eigentlich eher nicht. Aber ich müsste auch eigentlich die Folge beenden. Aber komm, scheiß drauf. Wir töten den jetzt noch, hoffentlich. Ich darf nicht so zittrig sein. Mit der Maus und der Tastatur. Schaffe ich doch niemals mit der Muni, die ich habe. Schaut mal, wie viel Energie der noch hat. Das schaffe ich noch nicht. Das schaffe ich doch nicht. Never, der hat nicht mal die Hälfte abgezogen. Das ist mein letztes Magazin. Ich kann gerade aus diversen Gründen doch nicht zum Messer wechseln. Okay, ist jetzt der letzte Versuch für diese Folge. Ansonsten müssen wir es beim nächsten Mal halt weiter versuchen. Und ich werde jetzt versuchen, mit der Pistole auf ihn zu schießen. Wenn er dann in die Hocke geht, dann nehme ich das Messer. Ich weiß ja, es sind 6 Schuss. Wenn die treffen, geht er in die Hocke, dann kann ich direkt zum Messer wechseln. Ich hoffe, mein Plan geht auf. Wie nervig, warum ist er so schwer? Hab ich wirklich so wenig Munition? Achso. Ja, ich stehe doof. 4. Was? Oh nee, komm. Nee, nee, nee. Einmal versuche ich das jetzt noch. Ich hatte jetzt einen Plan, den möchte ich jetzt wenigstens umsetzen. Dabei funktioniert ist eine andere Sache. Oh Mann, das nervt ja mit der Sequenz, dass man sich die mal angucken muss. Aber ich drücke jetzt mal Enter vielleicht. Ah, nice, scheiße. Hätte ich mal vorher machen sollen. Wenn ich das vorher gewusst hätte. 4. Ja, noch ein Schuss.
Oh, ja. Nee. Das bringt's ja kaum, ne? Ich glaube, das dauert auch zu lange. Ich gucke jetzt gerade mal nur auf den Boden, aber nein. Ah! Ey, ich hab ihn fast! Ich hab ihn fast, Leute! Warum? Ich hab ihn fast, ich hab ihn fast. Aus irgendeinem Grund habe ich, glaube ich, vorhin nicht richtig reingeschossen. Ich hab ihn doch fast. Holy shit. Did I pass out? Huh? Who's that? Relax. I am not one of them. Who are you then? I'm nobody. What? You shouldn't be here. It's very dangerous. Wait, why are you wearing a gas mask? Are you stupid or something? Do I look like I want to turn into one of them? I can't trust you. I don't know if you're real. Just leave me alone. Wow, Kapitel 2. Wer ist der Doktor? Gut, Leute, ich werde auf jeden Fall jetzt speichern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Boah, was war das? Ein krasser Kampf. Doch noch geschafft. Na schön. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.